Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe einen Teddyhall für euch. Moment, ich muss mich mal ganz kurz hier mit meinem neuen Sitzplatz ein bisschen. Oh. So, ich glaube, so ist besser. Die Halterung ist jetzt auch ein bisschen anders. Ich habe die jetzt nicht mehr genau vor der Nase, also richtig schön weit oben. Ich sehe nur jetzt leider nicht mehr und ich hoffe, dass ich alles richtig zeige. Ja, also vorab, der Hall ist aktuell. Teddy hatte einen Tag auf. Ich habe erst überlegt, ob ich es lasse und nicht erzähle, aber ja, es konnte man ja auch in der Zeitung lesen. Und daher erzähle ich ja jetzt keine Lügengeschichten oder irgendwie sowas, ne? Also Teddy hatte einen Tag auf, aber wohl nicht erlaubt. Also, ja, die haben einfach aufgemacht irgendwie, haben sich gegen dieses Gesetz da irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Man kann es nachlesen, wen es interessiert. Also irgendwie wurde das jetzt wieder zugemacht. Ich war an den Tag zufällig da. Hatte Glück und habe mich dann im Nachhinein ein bisschen geärgert. Ja, weil die Wühlkisten waren, ich weiß nicht, wie viele Wühlkisten da standen. Ich habe auch bei Instagram das Bild gepostet. Da wusste ich ja noch nicht, dass das wieder zumacht. Also da dachte ich ja, Teddy hat jetzt offiziell wieder auf. Und ja, da habe ich, weil da so viel Zeug drin war, gar nicht intensiv gewühlt und habe nur so, ja, ich sag jetzt mal das, was oben lag, so ein bisschen gegriffen, ne? Und wollte dann am nächsten Tag nochmal in Ruhe hin und nochmal gucken und. Ja, es ist trotzdem einiges zusammengekommen. Ihr seht den Stapel. Aber ja, jetzt ist Teddy wieder zu und ja, ich hätte den gleich wühlen sollen, aber ist jetzt egal. So, und das will ich euch auch mal zeigen. Das ist so niedlich. Ich glaube, das ist so eine Figur, die mal an irgendeiner Pralinschachtel da oben dran war. Finde ich so süß. Mit diesem Fledermaus-Mädchen und Fledermaus, also jungen Mädchen. Da kann man ja oben so ein Foto reinklipsen. Ja, das wollte jemand wegschmeißen. Habe ich gerettet, weil ich das niedlich fand. So, fangen wir erstmal mit dem Hall an. Also, wie gesagt, ich hatte da jetzt Glück, dass ich da in der Nähe war oder zufällig da vorbeigelaufen bin. Bastelset-Osterhasen wurde reduziert von 2 auf 1 Euro. Muss ich mal gucken. Ach ja, Inhalt für 6 Osterhasen inklusive Anleitung. Niedlich, oder? Ja, das habe ich mir mitgenommen für 1 Euro. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. 6 Stück kann man hier basteln, bestimmt die, die man hier sehen kann. Sehr, sehr niedlich. Das war das erste. Dann habe ich mir, ich glaube, da müssten 2 da sein, von diesen Strasssteinen. Die funkeln wirklich wie Diamanten. Für 55 Cent. Ja, die sind echt schön. Ich weiß noch nicht, vielleicht für Deko denn, weil die haben keine. Klatte, also sind nicht wie so ein Flatback, ne? Sondern das ist so ein bisschen schwierig, die zu verarbeiten, aber die sind halt so schön, ne? Ja, ich glaube, das benutzt man eigentlich als Streudeko für einen Tisch zum Beispiel, dass das so ein bisschen ja, edel aussieht, vielleicht bei einer Hochzeit mit so Rosenblüten oder so, könnte ich mir das gut vorstellen. Dann war reduziert, ich denke mal, wie gesagt, da waren bestimmt die ganzen Kisten voll, aber ich habe eben nicht richtig rumgewühlt, ne? Weil ich mir gedacht habe, auch so viel wie die da haben, wenn du da morgen, da ist immer noch viel da. Ja, dann das Dekoband hier für 55 Cent. 2 Meter sind da drauf. Einmal in, naja, direkt pink ist das nicht. Rot aber auch nicht. Und in so Cremefarben. Ja, also beige quasi. Das habe ich mitgenommen. Dann eine so eine Bordüre, also so eine Häkelbordüre in weiß. Ja, da hätte ich wie gesagt gern mehr gehabt, ne? Das, naja, wenn das wieder auf hat, sind die Kisten ja auch noch voll und da werde ich natürlich wieder nochmal hingehen und gucken. Ja, weil sowas kann man ja immer gebrauchen, ne? Gerade so für Pocketletter und für Karten ist sowas natürlich sehr, sehr schön. Hier ist auch nicht so viel drauf. 90 Zentimeter. Ja, da sind 55 Cent echt okay. Dann diese schwarzen Perlen hier, die finde ich auch richtig toll. Hätte ich auch gern mehr. Ich hätte von vielen Sachen hier gern mehreres gehabt. Und ich bin mir sicher, das lag auch in den Kisten. Man muss halt nur wühlen, ne? Ja, also die hier. Auch sehr cool. Dann die fand ich ja, die habe ich noch nie vorher gesehen. So ganz große. Aber ich muss auch sagen, dass mir 1 Euro einfach mal zu teuer ist für 2 so eine Perlen. Auch wenn die wunderschön sind. Kann man das so ein bisschen sehen. Also sind echt schön. Und zwar ist das so. Regenbogen, ich sag jetzt mal grau,
Und so ein lila, aber auch gesprenkelt. Kann ich nicht beschreiben. Ja, 10 Cent, ne? Drei Stück habe ich gefunden. Drei Stück habe ich mitgenommen. Richtig toll. So, dann hier dieses Handmade. Fand ich auch cool, weil das mag ich ja auch sehr. Ja, kann man halt auch mal mit Fimo vielleicht so ein bisschen kombinieren. Mal gucken, dass sie das vielleicht so, dieses Schild in der Hand haben oder die Figuren oder mal gucken. Ich weiß nicht. Eigentlich ist das ja zum Nähen. Das sind ja Knöpfe. Aber man kann das auch anderweitig verbasteln. Ja, man kann es auch auf eine Kiste kleben oder so, ne? Ich habe hier noch so eine Schmuckkiste. Die habe ich auch von jemandem bekommen, die ihren Schmuck aussortiert wegschmeißen wollte. Hier ist noch so eine Kiste. Ja, die kann man sich ja auch noch schön gestalten, weil die Kiste ist eigentlich sehr, sehr schön, wie so eine, ja, wie so eine Truhe halt, ne? Und dann halt kann man das dazu kombinieren. Hier sind halt ganz viele verschiedene Schmucksachen drin. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum man sowas wegschmeißt, aber ja, freue mich trotzdem, wenn ich das denn bekomme. So, dann diese Herzen hier. Die finde ich so toll. Die habe ich mir ja schon zum normalen Preis gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselben Farben sind, aber ich glaube ja. Ist in so einem Perlmutt. Pastell. Boah, ich würde schon sagen, dass das schon ein bisschen pastellfarbig hier aussieht. Jedenfalls das Blau. Dann zwei Blöcke. Ein weihnachtlicher Block. Ja, ein weihnachtlicher Block, den ich glaube auch noch nicht habe. Aber wie gedacht, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann sein, dass ich ihn habe, es kann auch nicht sein. Ja, also eigentlich kann man ja vorne sehen, was so drauf ist. Mir sagt er jetzt nichts, aber die Sterne sind schön. Kann natürlich, wie gedacht, sein, dass ich ihn. Ah, hier. Oh, das ist ein schönes Motiv. Ja, Sterne gehen immer. Ich liebe Sterne. So, dann den habe ich aber schon. Hier mit diesen, ja, Hawaii-Zeugs. Hawaii-Zeug, also Hawaii-Motiven. Den kennt ihr bestimmt auch. Den gab es, glaube ich, auch in groß. Also jetzt nicht reduziert, ne? Ich meine, jetzt generell gab es den in groß für 4 Euro. Ich glaube, die großen Blöcke beim Teddy kosten ja 4 Euro. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier nämlich zwei hier stehen. Ja, die zeige ich euch gleich mal. Dann kann ich die gleich wieder wegräumen. Ja, 4 Euro kosten die. Und das war reduziert auf 1 Euro. Es gab auch noch einen so. Oh, wie sagt man dazu? Quaft. Papiermäßig. Aber der hat mir nicht gefallen irgendwie. Den fand ich jetzt nicht so, dass ich den unbedingt mitnehmen muss. Klar, für 1 Euro ist das super. Ja, und das hier ist so ein bisschen mal so Jungskram. Ja, ich habe es eigentlich wegen den Controller mitgenommen. Also hier kann man auch mal was für Jungs basteln. Da hat man ja nicht so viel immer, ne? Also ihr seht, das sind alles. Ich mag eigentlich dieses Glanzpapier nicht so ganz. Kommt immer drauf an. Hier fände ich es jetzt nicht so. Da hätte es mir besser gefallen, wenn es matt ist. Das ist geil. Also das ist mal so ein richtig geiles, so. Ach, ich weiß nicht. Da gibt es auch eine Tattoo-Richtung. Wie heißt das? Polka Trash? Das erinnert mich irgendwie daran. Polka Trash ist auch. Ja, ich glaube. Oder Trash Polka oder irgendwie so. Das finde ich richtig geil. Ja, hier sind so Wellen. Passt dann wieder zu den Hawaii-Block so ein bisschen, ne? Wenn man da was mitmacht, kann man kombinieren. Ja, es sind halt coole Sachen für Jungs dabei. Hier Fußball oder Männer, ne? Wenn ein Fußballfan Geburtstag hat, da haben wir ja auch einige Bekannte, die total auf Fußball abfahren, kann man mal so eine Fußballkarte machen. Ja, das ist jetzt wieder so neutral. Aber halt alles so blau und grün, ne? Nichts mit Pink und verschnörkelt und Glitter und so, sondern halt so richtiger schöner Jungsblock. Hätte ich mir wahrscheinlich, wenn er nicht reduziert gewesen wäre, nicht gekauft, weil ich brauche den nicht. Aber für 1 Euro kann man den mal da haben, weil ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ja, das ist auch schön. Ich glaube, mein Mann hat eine Badehose, die so aussieht. Hier, dieses karierte. Ja, ich glaube, die sieht genauso aus. Das finde ich auch mal sehr interessant hier, dieses Muster. Die Sterne sind sehr schön. Also eigentlich ist der wirklich geil, der Block. Hier auch mit so Weltraum, Rakete und so weiter. Also eigentlich ist der schon richtig geil, der Block. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war der erste. Den hier habe ich, glaube ich, auch gar nicht. Es sagt mir nichts, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, dass ich den nicht habe, weil der scheint neu zu sein. Weil ich habe ja erst meine Blöcke sortiert und da war der nicht dabei. Aber wie gesagt, wenn ich ihn doch habe, ist auch nicht schlimm. Ja, auch wieder leider so Glanz. Hätte mir auch besser gefallen. Das fand ich cool hier. Erinnert mich an Lollis irgendwie. Ja, sind halt verschiedene Sachen dabei. Hier waren jetzt zum Beispiel auch
Punkte, die ich ja auch sehr mag. Dann hier Vögelchen, Blümchen. Das ist auch wieder was für mich hier, diese Blumen, ich weiß nicht, wie man diesen Stil nennt. Das mag ich halt. Das erinnert mich immer an die Flo-Zeitung oder an die Daphne. Hier nochmal Punkte. Hier Party, kann man eben mal auch so eine Einladungskarten machen. Ja, also auch sehr, sehr hübsch der Block hier. Hier sieht auch sehr geil aus. Diese kann man jetzt auch als Bordüren hier ausschneiden. Oder oben auf Karten draufkleben. Ne? Also, Moment, ich versuche das mal hier so ein bisschen. Ja, wenn man sich jetzt hier diesen Abschnitt abschneidet, oben auf eine Karte drauf, ne, Geburtstag, das passt ja, weil hier diese Wimpelkette so drauf ist. Also auch ein richtig cooler Block. Für 1 Euro top, kann man nicht meckern. So, dann gab es dieses Ostermalset für 2 Euro. Bastelset, 2 Keramikfiguren, 6 Farben und 2 Pinsel. Ja, das will ich natürlich auch noch machen. Ja, wenn nicht, packe ich es weg und wir machen das nächste Ostern. Aber es sieht eigentlich ganz hübsch aus hier. Kann man halt auch mal verschenken. Ich finde, das sieht sehr, sehr niedlich aus. Ein dicker Osterhase hier. Hm. Süß. Genau, also 2 Euro dieses Set. Jetzt machen wir mit dem Bastelzeug weiter. Also mit den aus der... Weil das stand extra, diese großen Sachen. Ich weiß auch nicht. Dann Bastelklammern. Hier fehlt eine, die habe ich schon benutzt. Genau, die habe ich schon benutzt. Die habe ich im Garten, an unseren Osterstrauß im Garten, auch noch so ein Bildchen dran gemacht. Hier so ein Hasen. Da habe ich auch schon eins rausgenommen. Das ist ja eigentlich hier für Besteck. Aber ich habe das so mit an den Osterstrauß dran gemacht und hier oben halt die Klammer dran. Man muss das ja jetzt nicht für Besteck benutzen. Das ist ja... Ja. Genau, also das ja auch für 55 Cent. Da waren 2 Stück drin. Dann wie gesagt die Klammern, wo eine schon fehlt. Die sind so ein bisschen... Rainbow, erinnert mich ein bisschen so an Einhörnern, ich weiß nicht warum. So, dann gab es für 10 Cent diese Basteldraht. Ich weiß noch nicht, ob ich den unbedingt brauche. Aber ich fand die Farbe so schön, dieses coole metallisch lila. Ich weiß nicht, ob ich das mit Fimo mitverwenden kann. Ah, der ist ja nochmal so umhüllt irgendwie. Ja, ich habe mir erstmal mitgenommen, wie gesagt, 10 Cent, ne? Die fand ich cool, diese Holzsterne. Die sind nur ein bisschen Holz oder Kork. 10 Stück sind da drin, die sind mega schön. Habe ich so noch nie normal hängen sehen. Hätte ich auch für 1 Euro gekauft, weil ich die echt toll finde. Ja, ist ein bisschen wenig drin, ne, für 1 Euro, aber ja, ich will nicht immer nur meckern. Ich meckere immer. So, hier habe ich mich sehr, sehr gefreut. Für 55 Cent brauche ich ja ständig, ne. Ich sage ja immer Edding dazu, aber eben wasserfeste Stifte. Ich brauche meistens schwarz, aber ja, die sind jetzt mit dabei und egal. Ich meine, der Preis ist super, schon der normale Preis ist okay. Hätte ich auch so mitgenommen. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich habe jetzt hier auch nur eine Packung. Ich weiß nicht, das war glaube ich vom Action. Die schwarzen sind schon hier irgendwo, stecken die hier drin, weil die benutze ich ja am meisten. Rot und Blau benutze ich jetzt nicht ganz so oft, aber ja, auch die finden hier bei mir Verwendung, definitiv. Ja, schaut mal, wie geil sind diese fetten Herzen für 10 Cent. Warum gab es nicht, weiß ich nicht. Ja, hier hätte ich gerne ein paar Packungen mehr gekauft, ganz ehrlich, weil die einfach mega geil sind. Also ich finde die richtig cool, diese dicken, aufgeplusterten Herzen. Also die kann man schön an Geschenk dran machen. Kann man vielleicht auch ein Loch reinmachen und an so einen Schlüsselanhänger mit dran. Ne? An so ein Loaded Envelope oder so. Kann man bestimmt hier durchbohren, denke ich mal. Ich habe ja hier so einen kleinen Bohrer. Eigentlich ist das so ein Nail Art Bohrer. Wo ist denn der? Den hatte ich nämlich erst hier. Ja, wo ist der denn? Ich hatte den doch gerade hier liegen. Ja, wahrscheinlich habe ich ihn wieder weggeräumt. Ja, auf jeden Fall habe ich einen Nail Art Bohrer und da kann ich bestimmt ein Loch mit reinmachen. So, dann diese Sticker hier. Ja, Sticker waren bestimmt auch unten in den Kisten ganz viele, denke ich jetzt mal. Es lagen aber so viele Sachen da drauf. Das war ja wirklich, man hat was angefasst und alles ist runtergefallen. Dann war gleich die Kasse da vorne. Dann standen die ganzen Leute mit ihren riesen Einkaufswagen da rum, dass man sowieso keinen Platz hatte. Dass die da gucken, ist mir eigentlich relativ Wurst. Ich wühle da trotzdem mir einen Wolf, aber ich hatte keinen Platz. Die standen da alle so um dem Dings drumrum und ja. Na gut,
Also auf jeden Fall lagen oben drauf die hier für 55 Cent. Die sind ganz niedlich. Habe ich auch nur noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht. Die habe ich gesehen. Weiß ich nicht, ob ich die gekauft habe vorher schon. Kann ich nicht sagen. Ich habe sie definitiv gesehen, aber ob ich sie mitgenommen habe, weiß ich nicht. Jetzt habe ich sie. Diese Ostereier, weil ich kann. Die finde ich eigentlich ganz niedlich mit den Hasen hier. Eigentlich ganz niedlich. Ja, ist dann für nächstes Ostern, ne? Jetzt brauche ich das ja auch nicht mehr groß. Ja. Hier haben wir wieder was, wenn ich meine Jungs gerade basteln muss, ne? Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ist so paillettenmäßig. Ein Dinosaurier. Und ein cooler Gameboy. Ja, der Gameboy, den finde ich sehr, sehr cool. Dann hier, das sind eigentlich Bügelbilder. Ja, mal sehen, die kann man vielleicht auch als normal wie so ein Sticker verwenden, in den ich das hier ausschneide oder so, weil aufbügeln werde ich mir das nicht. Gucke ich mal. Dann wieder für 10 Cent diese Bastelfedern, also diese Filzfedern. Fand ich auch eigentlich ganz cool. Habe ich auch so noch nie gesehen. Naja, wie gesagt, ich will nicht meckern, aber 1 Euro für so zwei kleine Federchen. Das ist schon heftig. 10 Cent ist völlig okay. Da kann man nicht meckern. So, dann zweimal diese geilen Steinchen, die ich ja auch immer mitnehme, wenn die reduziert sind, weil die finde ich einfach richtig schön. Hier fehlt schon eins. Ah, das ist hier runtergerutscht. Und zwar rot, braun und so Aprikot. Ja, so Aprikot kann man dazu sagen. Dann diese hier in blau. Finde ich auch wunderschön. Eine coole Oberfläche hier, dieses geriffelte. Ja, kann man halt auch schöne Sachen mitmachen. Ohrringe leider nicht, weil ich habe die nur einmal. Ne? Also aus denen würde ich mir sogar gerne Ohrringe irgendwie machen. Aber ja, der ist kleiner wie der, also wird das nichts. Aber vielleicht kriege ich sie ja nochmal und habe Glück. Ich hebe die jetzt erstmal auf. So, dann diese niedlichen Entchen, die ich glaube ich auch schon mal gekauft hatte. Also die müssten hier irgendwie, die gibt es schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob die da immer rumhängen, aber die sagen mir auch was. Also, ja. Aber die sind sehr, sehr niedlich. Ja, ist echt süß, diese Küken. Entchen, Küken, wie auch immer. Denn die Herzen hier, auch sehr geil. Haben halt so einen schönen Schliff so. Sehen so ein bisschen hochwertig aus, finde ich. Ach, die waren schon mal reduziert, sehe ich gerade. Ja, und jetzt auf 55 Cent. Ja, irgendwann sind die vielleicht für 10 Cent drin, ne? Vielleicht habe ich dann wieder Glück. Nee, das ist was anderes. Dann hier. Moment, habe ich einen Faden verloren? Ich habe einen Faden verloren. Moment. Oster. also Osterhasen oder Hasen, weil ich finde, die kann man auch für Kawaii benutzen. Und diese lustige Karotte habe ich schon. Aber ja, für den Preis habe ich es noch einmal mitgenommen. Die hätte ich mehrmals mitnehmen können. Habe mir aber gedacht, komm. Du hast noch eine Packung zu Hause, so oft braucht man keinen Hasen. Karotten erst recht nicht. Nimm einmal mit, das langt. Ja, 21 Stück sehe ich gerade sind drin. Ja, sind ein paar Häschen drin, schaut mal. Kann man erstmal was mit anfangen. So, und zu guter Letzt, das war's jetzt, glaube ich, oder? Ja, das war's jetzt. Diese Wimpelketten hier aus Papier. Die finde ich ja auch sehr geil. Die waren mir immer zu teuer. So. Ich glaube, die habe ich niemals für. Ich weiß es jetzt nicht, will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, das sind übrigens dieselben. Aber ich glaube, die habe ich nie für den normalen Preis mitgenommen, sondern immer nur, wenn die reduziert waren. Ob es jetzt diese. Da gibt es ja verschiedene Motive. Hier ist einmal das. Die sind von beiden Seiten halt schön bedruckt. Kann man cool für Karten benutzen, das finde ich sehr, sehr geil. Ja. Habe ich halt zweimal mitgenommen, weil für 10 Cent jetzt mal im Ernst. Und dann dieses hier, was halt auch sehr schön ist. Kann man halt cool für Karten benutzen oder eben auch wirklich als Wimpelkette. Oder hier kann man irgendwie was falten und machen. Ja, das war mein, ich sag jetzt mal, Überraschungs. Ach, hier war noch was, was ich aber auch schon mit verbastelt habe, auch für 10 Cent. Das waren ja noch so eine Text, die lagen da auch en masse rum. Habe ich mir auch noch einmal mitgenommen, die kennt ihr, glaube ich. Ostern und eins habe ich schon benutzt. Ich weiß jetzt nicht. Irgendeins habe ich schon benutzt. Ach, es war Happy Ostern. Happy Easter. Happy Ostern. Ja, das ist auch niedlich hier, das Küken. Ja, die habe ich schon aufgemacht und dann hier in diese komische
Folie reingemacht. Das liegt hier neben mir. Ich habe ja schon ein bisschen gebastelt. Ja, also, das war mein überraschender, spontaner und ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll, Haul. Reduzierter Haul halt, unerwartet und ja. Wie gesagt, ist natürlich doof, dass sie jetzt wieder zu haben. Ich verstehe das auch, warum die zu haben, aber ich habe versteht. Naja, egal. Nein, ich sage jetzt nichts mehr. Ich habe mich trotzdem gefreut, weil das war so eine kleine Geburtstagsüberraschung. Ne? Man kommt da hin an deinen Geburtstag, will eigentlich einkaufen fürs Grillen. Wir wollten ja grillen und im Garten draußen frühstücken und Beet machen. Was mal. Wir waren ja nur im Garten jetzt, wir vier. Also wir als Familie und haben jetzt auch nicht gefeiert, nur wir untereinander. Ne? Haben da uns einen schönen Tag gemacht mit Sonne und ja, vielen, vielen Essen. Ich wurde ja verköstigt ohne Ende und gemästet und was weiß ich alles. Und ja, kommst da zu Teddy und hat tatsächlich auf und ich denke so, nein, ich muss ja rein. Ja, Wühlkisten noch und nöcher. Also wie gesagt, die Leute, die auch Instagram haben bei mir, da die sehen, haben das gesehen, da habe ich so ein Bild gepostet, so ich bin im Paradies oder so, habe ich dazu geschrieben. Ja, und da habe ich mir gedacht, ach Mensch, jetzt haben die wieder auf, dann guck morgen nochmal in Ruhe, jetzt willst du in den Garten, dann hast du keine Zeit hier. Ich meine, ich habe ja trotzdem viel Zeug, ne, ergattern können, aber ja. Jetzt warte ich, bis es wieder auf ist und dann stürme ich natürlich wieder in Teddy rein, ne? Ist ja klar. Also so verrückt, wie ich da bin, das mache ich. Genau. Und dann haben sie die Sachen vielleicht für 10 Cent, auch die hier. Dann würde ich die mir natürlich auch nochmal mitnehmen, ne? Lassen wir uns überraschen. Ihr werdet es ja sehen. Und ja, ich hoffe, der Haul zwischendurch hat euch gefallen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Osterzeug von McGuides, die ja aufhaben. Ich weiß jetzt auch warum. Ich hatte ja gefragt, wieso hat eigentlich McGuides auf und Teddy und Kick, das ist doch alles dasselbe. Nein, McGuides zählt wohl. Ich hoffe, dass ich eine richtige Information habe als Drogerie. Also, die sind eingetragen wohl als Drogerie und Drogerien haben ja auf. Und deswegen hat McGuides auf und da kann man eben auch Bastelzeug kaufen. Ich habe mir da Blöcke gekauft und Kleber und was habe ich denn noch? Ja, Osterdekoration. Ach, alles Mögliche. Ne? Da habe ich auch einen ganz, ganz Korb voll gehabt. Viele schöne Sachen. Und ja, na, dann geht man jetzt zu McGuides, ne, wenn die anderen alle zu haben. Als Kaufsucht, die geht man da halt hin, ne? Man kriegt schon seinen Stoff, wenn man den braucht. Oh Gott, ich rede schon mit der Schnulli. So, okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi!